Erzengel Gabriel Botschaften vom 26. September bis 2. Oktober 2016. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Versuchung ist eine Gelegenheit, etwas zu erforschen, ohne zuvor eine Erfahrung zu haben. Sie ermöglicht euch, innezuhalten und zu überlegen, was eure Wahrheit ist und von dort aus zu wählen und zu erschaffen. Sie kann euch auch etwas bewusst machen, das in euch geheilt und geliebt zu werden versucht. Sie ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu definieren und in neuer, weiserer Weise zum Ausdruck zu bringen, wer ihr seid, ohne Karma zu erschaffen und ohne Reue, was weit mehr im Einklang mit den Wünschen des achtsamen, sich weiter entwickelnden Menschen steht. Ihr seht, ihr Lieben, es gibt in allem ein Geschenk, wenn ihr nur die Augen und die Weisheit habt, um zu sehen. Die Strömung ist Entfaltung und Freiheit. Kontrolle ist Kontraktion und Beengtheit. Wenn ihr versteht, dass alles, was ihr begehrt, Heilung, Liebe, Fülle, Anbindung, Wachstum, ein Strömen ist, werdet ihr beginnen zu sehen, dass eure Angewohnheit, alles zu kontrollieren, euch schlicht nicht zu den Ergebnissen bringen kann, die ihr euch wünscht. Warum an einem System festhalten, das wahrhaft uneffektiv ist? Als sensible Menschen auf einem aufsteigenden Planeten werden viele von euch stark von den sich verändernden Energien beeinträchtigt. Etwas, das sehr hilfreich für euch sein kann, ist ein Energietagebuch zu erstellen. Ein Energietagebuch ist einfach ein Tagebuch mit allen astrologischen und energetischen Ereignissen, euren Gefühlen und Symptomen während dieser Ereignisse und dem, was ihr als nützlich empfunden habt, um euch während dieser Zeit wohler zu fühlen. Durch das Verfolgen all dessen werdet ihr bald feststellen, dass ihr anhand eures Körpers unterscheiden könnt, was jeweils gerade geschieht, und ihr werdet in der Lage sein, lückenlos zu erkennen, was in der Vergangenheit hilfreich gewesen ist, sodass ihr euch auf weit bequemere Weise durch solche Ereignisse bewegen könnt. Ihr werdet außerdem greifbarer erkennen können, wie verbunden ihr seid, wie beständig euer Körper mit euch kommuniziert und euch führt, und werdet euch selbst dazu ermächtigen, euch mit mehr Leichtigkeit durch all das hindurch zu bewegen. Es ist ein sehr nützliches Werkzeug, denn in sich schnell bewegenden Energien kann es schwierig sein, sich daran zu erinnern, wie ihr euch in der Vergangenheit gefühlt habt und was euch Erleichterung brachte. Darüber hinaus wird diese Nachverfolgung es euch ermöglichen, anderen Vorschläge zu machen, wie auch sie sich behaglicher fühlen könnten. Es ist eine wunderbare Übung, um Muster und Lösungen zu erkennen, euch bereitwilliger mit den Energien mitzubewegen und euch selbst darin zu bestätigen und anzuerkennen, dass ihr in der Tat Teil einer unglaublichen und beispiellosen Zeit auf eurem Planeten seid. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr in irgendeinem Bereich eures Lebens vorgehen sollt, könnten diese einfachen Fragen: Was wäre die liebevollste Wahl für andere? Was wäre die liebevollste Wahl für mich? Und was wäre die liebevollste Wahl für alle? Sehr hilfreich sein. Auf diese Weise könnt ihr aus der Situation heraustreten und sie mit eurer höheren Weisheit betrachten,
was eine Ausrichtung erzeugt, die oft einen ganz anderen Blickwinkel bietet. Dies erzeugt dann Aktionen, die von der göttlichen Wesenheit der Seele kommen, die eher von der Inspiration angetrieben wird, statt von den reflexhaften Aktivitäten des Egos. Entscheidungen und Handlungen, die aus diesem Raum der energetischen Ausrichtung heraus erfolgen, werden stets weit zufriedenstellendere Ergebnisse erzeugen als alle anderen und die Vorwärtsbewegung erleichtern, die zum höchsten Wohle aller ist. Es gibt da eine wunderbare Sache, die jedes Mal geschieht, wenn ihr euch tiefgreifend verändert und entwickelt. Wenn eure Schwingung sich anhebt, verfügt ihr über brandneue Potenziale, mit denen ihr euch in Resonanz begebt. Dies öffnet die Tür für neue Inspirationen, neue Kreationen und neue Beziehungen, sowohl mit anderen Menschen als auch mit geistigen Führern, denen ihr nun energetisch entsprecht. Es kann verlockend sein, sich darauf zu fokussieren, wie beschwerlich die Reise war. Aber es sind viele, viele Vorteile für euch darin enthalten. Und wir fordern euch auf, euch zu erkunden, welcher Natur sie sind und was sie für euch bedeuten. Dies wird euch daran erinnern, warum ihr euch ursprünglich gewünscht habt, eure Erwachensreise anzutreten. Wir empfehlen euch dringend zu meditieren und euch zu fragen, mit welchen höheren Führern stehe ich jetzt zur Zusammenarbeit in Resonanz, die mir in dieser nächsten Phase meiner Reise beistehen, mich unterstützen werden. Welche neuen Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung? Was erlaubt mir mein neuer energetischer Zustand jetzt zu tun, das ich vorher nicht tun konnte? Werdet neugierig, ihr Lieben, verbindet euch und entdeckt, was die Änderungen, die ihr innerlich verankert habt, für euch bedeuten. Ist es nicht an der Zeit, die Früchte eurer Arbeit zu entdecken? Vertrauen ist einer der wichtigsten Aspekte, die der erwachende Mensch entwickeln muss, um sich in sein volles Potenzial als Mitschöpfer zu begeben. Vertrauen ist das, was es euch ermöglicht, eine tiefe und tiefgreifende Beziehung mit der Quelle zu entwickeln. Der Glaube und das Vertrauen zusammen erlauben es euch, euch als sicher und geliebt zu erleben. Diese Erfahrung der Sicherheit gibt euch das Selbstvertrauen dafür, zu leuchten, euch zu entwickeln und in vollem Umfang die Hilfe zu nutzen, die euch zur Verfügung steht. Es hält euch lange genug in der Strömung, dass das Universum euch dienen kann und um die Magie dessen zu erfahren, wie sehr ihr stets geliebt werdet und in welchem Maß ihr stets versorgt seid. Und dennoch ist Vertrauen eines der schwierigsten Dinge für Menschen. Warum ist das so? Weil das Ego selbst, der Teil von euch, das euch klein halten will und der darin investiert, dass die Dinge immer gleich bleiben, mag die Kontrolle und sein bedeutendstes Werkzeug zur Steuerung all dessen ist der Zweifel, das Gegenteil von Vertrauen. Ihr könnt es so sehen, dass der Zweifel der Anker der Stagnation ist und das Vertrauen der Anker der Schöpfung. Wie also könnt ihr im Vertrauen bleiben? Glaube und Vertrauen arbeiten gut zusammen. Wenn ihr Zweifel spürt, dann seid ihr nicht mit eurem höchsten Selbst in Ausrichtung. Daher kann es sehr hilfreich sein, euch durch Gebete oder Meditation
wieder auf diese Verbindung auszurichten. Beruhigt euer Ego. Lasst es wissen, dass es immer eine wichtige Rolle auf eurem Lebensweg innehaben wird und dass ihr es einbeziehen werdet und es lieben werdet und dass ihr es mit euch nehmen werdet, egal was geschieht. Gebt ihm einen Job. Sagt ihm, dass ihr dabei seid, ein Experiment mit der Schöpfung durchzuführen und dass es beobachten kann, was vor sich geht. Denkt auch daran, dass euer Ego oft aktiv werden wird, wenn ihr im Begriff seid, auf ein neues Niveau der Entfaltung durchzubrechen. Seht euer Ego als einen Wachstumsdetektor, als etwas, das euch informiert, dass etwas Wichtiges vor sich geht. Übernehmt die Rolle des Beschwichtigers und des liebevollen Führers für diesen furchtsamen Teil eurer selbst. Ein Vertrauensjournal zu führen kann sehr hilfreich sein. Alle erwachenden Menschen haben tiefgreifende Erfahrungen gemacht. Verschafft euch einen Überblick über sie. Schreibt sie auf. Jedes Mal, wenn das Universum euch etwas liefert, jedes Mal, wenn es etwas voller Leichtigkeit zu euch bringt, ein Zeichen oder eine Synchronizität. Jedes Mal, wenn ihr den Zauber dessen fühlt, dass es für euch arbeitet, schreibt es auf. Wann immer ihr einen Moment des Zweifels erlebt, geht zurück und begutachtet die Erfolge, die ihr bereits gehabt habt. Das wird euch schnell daran erinnern, warum es sicher für euch ist, zu vertrauen. Ihr Lieben, indem ihr auf eurer Erleuchtungsreise weiter vorwärts geht und beginnt, euch selbst als Teil der göttlichen Energie der Quelle zu erkennen, fangt ihr schließlich an zu sehen, dass dem Universum zu vertrauen bedeutet, euch selbst zu vertrauen und umgekehrt. Ihr seid ein Teil dieses größeren Ganzen und all der Wunder, die mit ihm einhergehen. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch lange genug in der Position der Akzeptanz zu halten, um all das zu empfangen, was es euch zu geben hat. Und es sind der Glaube und das Vertrauen, die euch genau das ermöglichen. Angst und Zweifel sind normale Erfahrungen für den Menschen. Sie sind die Emotionsdatenbanken des Ego-Selbstes, auf die ihr zurückgreift, wann immer ihr euch mit Chancen zur Entwicklung und Entfaltung konfrontiert seht. Seid nicht hart zu euch selbst, wenn ihr diese Emotionen erlebt. Sie sind nur dann problematisch, wenn ihr es ihnen ermöglicht, euer Wachstum zum Stillstand zu bringen. Angst und Zweifel sind der Versuch, euch einzuengen, die Dinge beim Alten zu halten. Die Liebe ist der große Erweiterer. Wenn ihr also Angst und Zweifel erlebt, ist dies ein Signal dafür, jeden Teil von euch zu lieben, welcher auch immer sich nicht in Sicherheit und unsicher fühlt. Richtet euch auf die Quelle aus, dem ultimativen Strom der Liebe, und verbindet euch dann mit eurer inneren Weisheit, mit eurer authentischen Kraft und Göttlichkeit. Und beruhigt und ermutigt liebevoll diesen unsicheren Aspekt eurer selbst als euer eigener liebevoller geistiger Führer und Elternteil. Wenn ihr das tut, werdet ihr immer den Glauben, das Vertrauen und den Mut haben, euch vorwärts zu bewegen in die Richtung, in die euch eure Seele ruft.